Ein idyllischer Platz ist der Platz vor dem Badehaus. Und vor allem eines lässt uns staunen und bewundern, das Handwerk. Das Handwerk in seiner Zunft, wie es einst war. Eine wunderbare Atmosphäre, eine Idylle, ein richtiges Einstimmen in den Advent und natürlich auch an den Christtag. Jetzt die Frage, was ist die Bedeutung für den Tourismus? Ja, das hat eine ganz große Bedeutung. Es gibt in der Hochsteiermark, Bug an der Mur, Kapfenberg und alle anderen schönen Städte und Gemeinden die größte Dichte an Christkindlmärkten und sehr stimmungsvollen Christkindlmärkten. Und das ist es, glaube ich, der Christgedanke kommt da sehr, sehr gut durch und wird auch sehr stark gelebt. Mit Brauchtum, Volkskultur, aber auch alles, was dazugehört an schönen Dingen. Und auch, man soll ein bisschen die Besinnlichkeit nicht vergessen. Sie haben ja auch schon Erfahrung, das heißt, Sie wissen ja schon, wo es lang geht. Ja, absolut. Also man sagt ja hier und da schon, ich bin der Minister Christkindl. Ich mache das schon viele, viele Jahre. Ich habe bei Erich Harer angefangen, Waldcafé gemeinsam diesen Markt zu machen. Ich mache jetzt einige Jahre auf der Burg Oberkapfenberg den Christkindlmarkt und jetzt seit voriges Jahr mit einem tollen Partner, mit Harald Trummer von der Weinerei, diesen Markt hier in diesem Traumambiente von der Familie Lindl hier im Badehaus. Wo das Handwerk Hand anlegt, dort ist immer etwas los. Und gleichzeitig sehr viel Idylle, sehr viel Schönes, Kulinarisches. Wenn man also hier sieht, was es alles gibt, handwerklich und kulinarisch, also kann man nur sagen, wohlfühlen. Das Handwerk hat wahrlich goldenen Boden. Das hat goldenen Boden und das Badehaus und der Park dort bereichert unseren Brucker Advent mit einer stimmungsvollen Handwerks-Weihnachtsfeier. Wunderschön. Advent allerorts, kann man sagen. Und natürlich auch in Bruck an der Mur, an der Mur. Ja, wir haben uns seit das zweite Mal jetzt im Badehaus, unten im Badehauspark, einen kleinen Christkindlmarkt. Heuer zusätzlich noch auf der Murterrasse mit Handwerk und in Badehauspark mit heißen und kalten Erfrischungen und kleinen Snacks und Kulinarik. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das hier zu machen? Als vor 2 Jahren der Badehauspark entstanden ist, waren wir vom Ambiente so begeistert, dass wir gesagt hätten, es wäre schade, wenn da nichts passieren würde und das würde sich für Weihnachten gut eignen. Und ich habe dann mit dem Harald Frager einmal bei einer Sitzung haben wir uns einmal ausgesprochen und haben beschlossen, dass das unten eine gute Idee sein würde.